Es ist wie verhext. Seit mehreren Monaten dokumentieren Michael Wendler 46 und Laura ihre Liebesgeschichte im Netz. Inzwischen haben sich der Schlagersänger und seine 28 Jahre jüngere Freundin zu wahren Insta-Profis gemausert. In den vergangenen Tagen erntete das ungleiche Paar für seine Postings allerdings ungewöhnlich viel Hohn und Spott. Ob sich die Häme jetzt wohl in Luft auflösen wird? Bei einem Trip in die Universal Studios kauften der Wendler und seine Herzdame jedenfalls einen Zauberstab. Auf Instagram veröffentlichte Laura ein Video, in dem sie den Pärchenausflug in die Filmstudios dokumentiert. Der Clip zeigt, wie die 18-Jährige und ihr Schatz über das Gelände flanieren und diverse Attraktionen besuchen. Zwischendurch legen die beiden Turteltauben in einem Zaubergeschäft einen Zwischenstopp ein und erwerben dort kurzerhand einen Zauberstapler Harry Potter. Kurz darauf sind die zwei frisch gebackenen Zauberlehrlinge in Aktion zu sehen und schwenken das magische Utensil durch die Luft. Ob Laura und Michael die Netzgemeinde mit ihren neu erlernten Künsten versöhnlich zaubern konnten? Offenbar nicht wirklich. Vater und Tochter machen einen Ausflug, zeigte sich beispielsweise ein User scharfzüngig. Ein anderer hatte ähnliche Assoziationen. Wäre es ein Vater-Tochter-Video, wäre es noch irgendwie süß. Aber so ist und bleibt es einfach nur schlimm. Instagram, Laura Müller Official. Lauras Harry Potter Zauberstaban zeigt Instagram, Laura Müller Official. Michael Wendler im April 2019 in den Universal Studios in Orlando. Anzeige Instagram, Laura Müller Official. Michael Wendler und Laura Müller im April 2019 in den Universal Studios in Orlando. Anzeige 229. Total bezaubernd, 1901. Naja, also ich finde das eher unnötig. Tipps für Promi-Flash. Einfach E-Mail an tips@promiflash.de. Let's block jetzt.